Gruß aus Rixdorf. Ja, wir sind hier in Neukölln. Das hieß früher mal Rixdorf. Und ich ficke heute die Pizza oder die Frau? Ja, genau. Wieder komm. Entweder die Pizza oder die Frau. Einer vorbei mit gefickt. Beim Hakiki. Hakiki-Fisch. Currywurst, türkisch, Wurst mit Gewürz. Oder Ketchup und Mayo oder Flachmatscho. Oder halt also natürlich der Klassiker, das vegetarische Döner mit Brot. Wieder komm. Komm. Bahn von Köln. Die sind die Junkies am Spritzen. Und hier ist auch nicht bei Frau McDonalds nicht der Schweiz der Schwulenstrich bei der U-Bahn-Station. Aber ansonsten hat hier, was gibt's zu sagen, hat mal Merritt Berlin hier gewohnt. Der bekannte Wettpartner, der Prognosenkönig. Komm, Mannchen, auf! Und wir haben grün und trotzdem fahren sie alle drüber. Wieder auf jetzt! Ja, Leute. Hier geht immer was ab, warum sollen wir auch ein paar Mal hier gibt's viele Klamotten? Wieder auf, was ist dann? Kommst du mal oder was? Kommst jetzt mal. Was ist los mit dir? Bist du ein bisschen K.O. von heute, ne? Viel gemacht. Und komm mal mit, mal die Ampel. Auf! In Berlin kannst du auch deinen Hund. Berlin ist nicht Darmstadt, ja? Darmstadt ist die verfickteste Spießer-Fotzenstadt. Vor allem wegen von den Ämtern, die in Deutschland existiert. In Berlin gibt es keinen Schmerz. Ich habe hier noch nicht einmal Probleme mit den Polen bekommen. Noch nicht einmal Probleme mit der Staatsgewalt bekommen. Sind alle auf ihrem Niveau ziemlich verrückt durchgeknallt, aber auch sehr tolerant und korrekt. Hart, aber herzlich. Und hier kannst du einen Hund nach dem Laufen lassen, frei. Machen mehrere. Solange keine anderen Hunde in der Nähe sind oder auch. Ich geh auf jetzt! Oder keine so viel Verkehr ist irgendwie auf der Straße, geht das schon. Ne? Grüße gehen auch an Herrn Fortmeier aus Asbach. Gospo, du faule Ratte, komm mal vorbei. Check mal aus, TV Plauze. Ich wollte eigentlich, dass du mitkommst. Egal, der nächste Trip ist auch schon geplant. Im April fahren wir nach Budapest. Da gibt's geile Muschis mit Schnapsen. Die kannst du da auch am U-Bahnhof ficken oder was weiß ich, die älteste Metro der Europas. Und Neukölln bekannt für seine orientalischen Kebab-Häuser, Lachmatschuhenhäuser und viele arabische Freunde hier. Viele Wettpaten und viele, die es noch werden wollen. Viele Clans und Großfamilien auch. Deutschland wird bekannt, Neukölln, Ghetto Number One in Berlin. Aber aus dem Rhein-Main-Gebiet kennt man auch Frankfurt, Offenbach und Ludwigshafen in der Kurpfalz ist auch auf jeden Fall Ghetto. Also Ghetto ist mal gewöhnt. Und Darmstadt-Kranichstein sind wir auch gewöhnt und Eberstadt schon lange. Und wir befinden uns jetzt hier nochmal in der Braunschweiger Straße in Berlin-Neukölln. Und hier ist eine Spielhalle, da verfucken die Leute ihr Geld. Aber scheiß auf alles, die Frau Plauze kommt wieder. Ich hätte gerne eine Pizza, Chef, mit Salat. Hast du Pizza mit Salat? Pizza mit Salat, eine Pizza mit Salat. Okay? In diesem Sinne, checkt aus, TV Plauze, ihr Mutterficker.